Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Social Media A-Vorlesung. Nach unserer Betrachtung der beiden Seiten von Social Media Plattformen, beiden Seiten der Content-Distribution, organische Verbreitung, also sprich gesteuert über die jeweiligen Algorithmen der einzelnen Plattformen und in der letzten Woche Online-Kampagnen, also bezahlte Verbreitung, werfen wir heute einen genaueren Blick auf eine Plattform. Es geht um LinkedIn. Das wird eine etwas praktischere Einheit als gewöhnlich. Der Grund, warum ich dieses Thema reinnehme, ist einerseits, glaube ich, relativ naheliegend. Das ist die berufsbedingt bei mir die Plattform, auf der ich mich am besten auskenne und bei der ich Ihnen auch ein paar Tipps geben kann. Das ist aber nicht der Hauptgrund. Ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, dass relativ wenige Kolleginnen einen LinkedIn-Account nutzen. So gut wie alle von Ihnen kennen die Plattform natürlich und da gibt es eine ganz interessante Meinung dazu, die ist falsch. Und zwar, wenn ich mit dem Studium fertig bin, wenn ich mich dann auf Jobsuche begebe, dann registriere ich mich oder selbst wenn Sie bereits registriert sind und ein Konto haben, dann richte ich mein Profil ein und behübsche das sozusagen für Recruiter. Jetzt ist die Sache eben die, so wie auf allen Social Media Plattformen, Ihre Sichtbarkeit, die Möglichkeiten auch Personen zu erreichen, hängt sehr, sehr stark von Ihrem bestehenden Netzwerk ab. Wenn Sie zu dem Zeitpunkt, wenn Sie dann beginnen, auf Jobsuche zu gehen oder sich selbstständig zu machen, da kann LinkedIn recht nützlich sein. Wenn Sie zu dem Zeitpunkt damit beginnen, haben Sie relativ viel Vorlaufphase. Sie können davon ausgehen, das ist natürlich nicht in jedem Bereich so, aber bei unseren Jobs, wo es immer mehr um Content-Produktion, Storytelling und Kenntnis von sozialen Medien geht und auch generell sozusagen die Fähigkeit, Informationen digital zu präsentieren und darzustellen, können Sie mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass potenzielle Arbeitgeber Sie googeln werden und die meisten davon auch Ihre Social-Media-Profile, in erster Linie Ihr LinkedIn-Profil, genauer unter die Lupe nehmen werden. Bei vielen Recruiting-Prozessen, das fällt mir bei immer mehr Kunden auf, funktioniert das komplette Recruiting überhaupt über die Plattform. Sie wissen ja, es gibt auf LinkedIn unter anderem einen recht umfangreichen Jobmarkt mit Jobanzeigen und automatisierten Suchen und so weiter. Und je nachdem, wenn Sie da einen Job finden, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie werden auf die Webseite des Unternehmens weitergeschickt, um sich dann dort zu bewerben, oder das Ganze funktioniert direkt über LinkedIn und dabei werden dann überhaupt die Daten Ihres Profils, Ihres Lebenslaufs einfach hergenommen, an das Unternehmen weitergegeben. Wenn wir sozusagen ich kenne das natürlich sehr gut auch aus eigener Erfahrung, weil ich einige Recruiting-Abteilungen berate, gerade bei diesem Thema Recruiting auf LinkedIn, schaut man sich natürlich an, was macht die Person, und ein ganz wichtiger Grundsatz, kennen vermutlich den Spruch, Papier ist geduldig, digitale Medien sind auch geduldig. Es ist relativ simpel, Dinge über sich selber zu behaupten. Interessanter ist, welche Beiträge hat jemand veröffentlicht, wie präsentiert sich die Person, welche Kontakte hat die und so weiter. Für mich gab es da einen Punkt, das war lange bevor ich mich eigentlich mit LinkedIn befasst habe, befand sich Facebook so am aufsteigenden Ast, war schon sehr stark am Boomen, und ich hielt damals einen Vortrag auf einer Online-Konferenz, auf einer Social-Media-Konferenz in Wien, und einer der Vortragenden war Thomas Malone, damals Professor am MIT, und hat einen sehr spannenden Vortrag gehalten und wir haben uns dann nachher unterhalten mit einer ein gemeinsames Essen, und zu dem Zeitpunkt war ein großes Thema, Jugendliche oder generell Personen müssen sehr vorsichtig sein, wenn man irgendwann mal ein unvorteilhaftes Foto von sich veröffentlicht, so spricht der Klassiker, irgendwo auf einer Party mit der Bierflasche in der Hand, das taucht dann bei der Jobbewerbung 10 Jahre später auf und kann einem sozusagen alle Chancen zunichte machen. Ich war da immer recht skeptisch, und was Thomas Malone damals gesagt hat, der war unter anderem auch in der Kommission, die eben entscheidet, wer in dieser Aufnahmekommission am MIT, die eben entscheidet, wer dort einen Studienplatz bekommt. Und er meinte damals, eines der Dinge, die sie da immer machen, ist sich anzuschauen, hat die Studentin, hat der Student ein Facebook-Profil, viele andere Social-Media-Plattformen gab es damals nicht. Und sein Punkt war,
es ist uns vollkommen egal, wenn da irgendein Foto mit einer Bierflasche auftaucht, das ist nicht das Problem. Schwieriger ist es, wenn man gar nichts über die Person findet. Und er meinte damals auch, wenn da jemanden einen Tipp geben oder ein Tipp, egal ob man sich jetzt am MIT oder an anderen Institutionen oder Unis bewirbt, wo es vielleicht nicht so einfach ist, aufgenommen zu werden, da lautet sein Ratschlag: Achten Sie darauf, Ihr Profil, in dem Fall Ihr Facebook-Profil, aber das lässt sich natürlich eins zu eins auf LinkedIn zu übertragen, so zu gestalten, dass Sie Ihre Kompetenz und Ihr Interesse an dem Thema zeigen. Sprich, wenn Sie sich am MIT für ein Physikstudium bewerben, dann wäre es eine gute Idee, darauf zu achten, dass Sie auf Ihrem Facebook-Profil, das hat er damals als Beispiel genannt, den einen oder anderen einschlägigen Fachartikel teilen. Also sozusagen diese Reputation-Management bedeutet eben nicht sichtbar zu sein oder nicht im negativen Sinn sichtbar zu sein, sondern die Informationen letztendlich bereitzustellen, die für das Gegenüber oder für die jeweilige Situation angemessen interessant sind und jetzt am Beispiel von Recruiting, die Sie dann sozusagen auch als interessanten, geeigneten Kandidaten oder als geeignete Kandidatin erscheinen lassen. Dieser Prozess, der wird heutzutage sehr häufig unter dem Begriff Personal Branding zusammengefasst. Ich glaube, es war in den 80er Jahren, da ist ein Buch erschienen damals, das hieß Die Marke Ich, geht in dieselbe Richtung. Und egal, ob es Ihnen darum geht, für Ihr eigenes Unternehmen Kunden zu finden oder einen Job zu bekommen, in unserer Verarbeitung von Informationen, speziell bei den großen Informationsmengen, mit denen wir es zu tun haben, und da ist Social Media natürlich ein ganz, ganz starker Durchlauferhitzer, das kennen wir, große Mengen an Informationen, und Seth Godin hat es mal so bezeichnet, alles gut ist langweilig, wir leben in einer Zeit, in der nur gut langweilig ist, 5 gleiche Bewerbungen und eine, die raussticht, um jeden Preis aufzufallen, ist natürlich nicht das Ziel, aber sozusagen sich ein wenig vom Durchschnitt abzuheben oder eben auch die eigene Kompetenz zu zeigen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das können Sie, und das ist der Grund für diese Vorlesungseinheit und auch für den Gastvortrag beim nächsten Mal, das können Sie nicht über Nacht machen. Da geht es eben nicht nur darum, Ihr Profil einzurichten, Ihren Lebenslauf zu komplettieren, sondern wie gesagt, bereits vorher Ihr Netzwerk aufzubauen. Viele meiner Kollegen finden Jobs auch dadurch, dass sie auf LinkedIn posten. Vor kurzem ist jemand, ein guter Bekannter von mir, ist von der Schweiz nach Deutschland umgezogen, bedingt durch den, also aus Liebesgründen, und bedingt durch den Ortswechsel musste er dann auch einen neuen Job finden, hat das auf LinkedIn gepostet, das Posting ist einige Male weitergeleitet und geteilt worden, er hat ein relativ großes Netzwerk. Ich glaube, es hat 3 Tage gedauert, bis er dann bei einem Bewerbungsgespräch war und den Job auch am selben Tag bekommen hat. Das kann in der Praxis sehr, sehr hilfreich sein, aber so etwas funktioniert natürlich nicht, wenn Sie keine Kontakte haben. Deswegen mein Punkt, wenn Sie Ihre eigene digitale Präsenz im Hinblick auf Ihren weiteren beruflichen Werdegang optimieren wollen, dann ist LinkedIn ein sehr guter und sinnvoller Weg. Aber bevor ich Ihnen dazu ein paar Details erzähle, eine Vorankündigung. Nächste Woche, am 11. Mai, sehen wir uns wieder mal im Hörsaal. Ich freue mich sehr drauf. Unser Gastvortragender Thomas Geiswinkler – das ist ein LinkedIn-Profil – war früher mal LinkedIn Österreich, ist mittlerweile im Vertrieb dort tätig, zuständig für den Dachraum. Er hat einen meiner Meinung nach sehr sympathischen Sinn für Humor. Sie können sich seine Postings auch mal ansehen. Und er ist ein exzellenter Vortragender und es wird nächste Woche um das Thema Business Storytelling gehen. Storytelling ist ein wichtiges Konzept in Social Media, auf Social Media Plattformen, in der Vermittlung von Informationen. Ganz kurz gesagt, wir neigen durchaus dazu, uns selber für rational entscheidende, faktenbasierte Wesen zu halten. Sie kennen das aber vermutlich auch von sich selber. Bloße Fakten behalten wir sehr schwer. Es fällt uns sehr, sehr schwer, die überhaupt zu merken. Damit wir uns etwas merken, damit uns etwas auffällt, ist es im Normalfall notwendig, Fakten mit Emotionen zu koppeln. Das ist nichts Neues. Denken Sie an
pretty much jede Art der Werbung. Autowerbung fällt mir gerade ein dazu, wo es immer diese elegischen Bilder ergibt und wo es darum eben geht, das Produkt mit Werten wie Freiheit, Ungebundenheit, Nachhaltigkeit, whatever zu verbinden. Diese Werbungen funktionieren nicht so, dass man bloß die technischen Daten des Autos aufzählt. Und das ist ein Prinzip, das in allen Bereichen gilt, auch und gerade in der Business-Kommunikation. Und da wird Ihnen Thomann einiges erzählen und ich glaube auch einige gute Tipps geben für allfällige eigene Bewerbungen und auch zur Nutzung von LinkedIn. Schauen Sie sich das an, ist bei Ihren Kolleginnen in den Vorjahren, da mussten wir den Vortrag Corona-bedingt online machen, immer sehr gut angekommen. Also wie gesagt, nächste Woche ganz normal im Hörsaal. Es wird keine Aufzeichnung geben von der Einheit, die zweite Übungsarbeit, die zweite freiwillige Übungsarbeit, Sie wissen, für die 2,5 Bonuspunkte, die werde ich dann auch nach der nächsten Einheit, also Ende nächster Woche online stellen. Und selbige wird sich auch auf den Gastvortrag beziehen. Ja, so viel zur Einführung zum Thema Personal Branding. Ich möchte Ihnen, bevor ich zu den konkreten Tipps komme, ganz gern ein paar Fakten, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten über LinkedIn zeigen. Wenn man sich die Zahlen ansieht, 2022 waren das 750 Millionen, weltweit im Dachraum 17 Millionen. Mittlerweile gab es auch ein relativ starkes quantitatives Wachstum zu Beginn. Also im ersten Quartal diesen Jahres hat LinkedIn die 900 Millionen Mitglieder überschritten. Witzigerweise auch ganz passend morgen, nämlich am 5. Mai, feiert die Plattform den ihren 20. Geburtstag. Die entstand damals wie viele Digital- und Social-Media-Projekte im Wohnzimmer von, soweit ich weiß, Ryan Roslansky. Ging an diesem Tag online, sind sozusagen da gab es auch die ersten Registrierungen und inzwischen eben 900 Millionen. Sie sehen auch ein relativ starker Fokus in den Vereinigten Staaten, Kanada und auch in Europa, in Großbritannien. Das größte Boomland sozusagen für LinkedIn oder das stärkste Wachstum haben die in den letzten paar Jahren in Indien erlebt. Sie können ja auch auf LinkedIn Hashtags folgen und wie viele Leute einem Hashtag folgen, ist ein gewisser Indikator dafür, wie populär oder relevant ein Thema ist. Und da ist auch seit, glaube ich, mittlerweile 4 Jahren ist India der populärste Hashtag mit knapp 70 Millionen Followern. Also quantitativ tut sich da durchaus einiges. Wenn man es aus Sicht der Werbe-Audience betrachtet, von Februar 2022, also vor einem Jahr, war die Gesamtreichweite bei 808 Millionen. Das entspricht 10,2% der Gesamtbevölkerung, also der weltweiten Gesamtbevölkerung. Leichter Überhang an männlichen Nutzern, wobei sich das mehr und mehr angleicht, erfreulicherweise. Und der gesamte Ad-Reach in der Bevölkerung über 18 Jahre, meine wichtige Kennziffer, liegt bei 14,6% oder lag bei 14,6%, das dürften mittlerweile 15% sein, nur knapp 15% überschritten haben. Also durchaus sozusagen von der Größe her recht relevant. Der entscheidende Punkt ist allerdings, und als ich diese Statistik zum ersten Mal gehört habe, ist mir klar geworden, dass wir da einen recht tiefgreifenden Umbruch erleben. Es gibt von Nielsen eine groß angelegte Umfrage, die machen die alle 10 Jahre. Da geht es um Konsumentenverhalten, Kaufentscheidungen. Eine der Fragen lautet, vertrauen Sie bei Investitionsentscheidungen eher Marken oder eher Personen? Investitionsentscheidungen, da geht es eben um meistens einmalige Ausgaben, nicht um solche Convenience-Güter oder Waren des täglichen Gebrauchs wie Zahnpasta oder Hautcreme oder Pizzateig, keine Ahnung. Also Dinge, wo man eher recherchiert und sich genauer informiert. Typisch wäre beispielsweise der Kauf eines Sportgeräts, eines E-Bikes, einer bestimmten Jacke, was auch immer. Und da ist eben die Frage, wie treffen wir unsere Entscheidungen? Klarerweise
Das Internet spielt in der Recherche eine immer größere Rolle, von Herstellerinformationen bis hin zu Communities, Video-Reviews, natürlich User-Rezensionen, all das, aber eben auch Empfehlungen. Und Nielsen macht diese Untersuchung alle 10 Jahre, die fand 1999 oder wurde 1999 durchgeführt und anschließend veröffentlicht, kurz vor der Jahrtausendwende. Und eine der Fragen lautet eben zu den Investitionsentscheidungen, lautet eben, vertrauen Sie eher Marken oder eher Personen? Das Sample ist relativ groß, wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das glaube ich um die 20.000 Personen in den USA und in Kanada, die da alle 10 Jahre befragt werden. 1999 lautete das Ergebnis auf die Frage 64 zu 36, also 64% der Befragten sagten, sie vertrauen eher Marken, 36% sagten, sie verlassen sich eher auf persönliche Empfehlungen. 2019, kurz vor Beginn der Corona-Pandemie, hat Nielsen dieselbe Untersuchung durchgeführt, dieselbe Frage und wieder veröffentlicht. Und damals lautete das Ergebnis 92 zu 8, und zwar für Personen. Das heißt, es hat sich komplett umgedreht. Wenn Sie sich überlegen, welche Rolle mittlerweile Influencer einnehmen, auch bei Kaufentscheidungen, je jünger die Zielgruppe, desto stärker, dann ist es, glaube ich, relativ klar, in welche Entwicklung diese Richtung geht. Genau das Gleiche passiert natürlich im geschäftlichen Bereich. Und das ist, glaube ich, einer der Treiber oder einer der Gründe, warum LinkedIn in den letzten Jahren einen so starken Boom erlebt hat. Natürlich gibt es dort, wie auf quasi allen Social Media Plattformen, auf der einen Seite die persönlichen Profile und auf der anderen Seite die Unternehmensseiten, Company Pages, das Pendant zu Facebook-Seiten. Der Fokus, der Großteil der Aufmerksamkeit liegt allerdings auf den Inhalten von persönlichen Profilen. Das ist ein bisschen Katze beißt sich in den Schwanz. Hat das damit zu tun, wie LinkedIn den Algorithmus gestaltet, oder hat es damit zu tun, wie, welche Inhalte Nutzer bevorzugt konsumieren? Ich denke eher Zweiteres. Unser Interesse an Personen ist schlichtweg größer als an Marken. Und das zieht sich, wie gesagt, quer durch alle Ebenen. Man sieht das sowohl bei internationalen als auch bei österreichischen Unternehmen. Es gibt x Fälle, das zeige ich dann auch immer gerne in meinen Workshops her, wo ein Unternehmen mit 100.000 Followern einen Beitrag postet und dafür 100 Likes bekommt. Und dann veröffentlicht der Geschäftsführer im Prinzip den gleichen Beitrag, hat vielleicht 4.000 Kontakte und bekommt 500 Likes oder mehr. Also das ist eine sehr, sehr ungleiche Verteilung. Und man kann das als Person natürlich gut nutzen. Es gibt unterschiedliche Motivationen, warum man überhaupt ein LinkedIn-Profil einrichtet oder verwendet. Und eine davon ist natürlich ganz klar Marketing, Kommunikation aus Unternehmenssicht. Was sehr viele Unternehmen heutzutage tun, ist Corporate Influencer-Programme betreiben. Das heißt, sie versuchen, ihre Mitarbeiterinnen, ihre Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, zu motivieren. Das ist, glaube ich, der wichtigste Teil, weil so schwierig ist die Bedienung von Social-Media-Plattformen ja nicht. Regelmäßig diese Plattformen aktiv zu nutzen und sich dort auch als Expertinnen zu positionieren. Natürlich mit der Idee, dass das sozusagen auch auf die kommunikative Gesamtreichweite des Unternehmens mit einzahlt. Im Idealfall ist das eine Win-Win-Situation, wenn Sie beispielsweise in einem Unternehmen, wenn Sie ein großes Netzwerk verfügen, große Reichweite auf sozialen Medien haben, dann ist das für viele Unternehmen mittlerweile auch ein großes Asset. Ein Thema ist natürlich, und da sind wir auch in der Berufswelt mittlerweile zum Glück weit weg davon, so in der Beginnphase von Social Media war die Social Media Kommunikation sehr häufig etwas, das zwischen Tür und Angel erledigt wurde oder wo es auch wenig forscht, so der Klassiker. Geschäftsführer sagt, mein 12-jähriger Neffe macht auch in einer Minute ein Instagram-Posting, warum dauert das bei uns immer so lange? Das ist mittlerweile zu einem etablierten Teil der Unternehmenskommunikation geworden, und wer nur auf die Unternehmensseite setzt, wird sowohl auf LinkedIn als auch auf anderen Plattformen relativ bescheidenen Erfolg haben. Das heißt, es kommt auf die Mitarbeiter, auf die Mitarbeiterinnen an, und umgekehrt, im Recruiting ist es natürlich genau das Gleiche. Personen, die ihre Expertise klar kommunizieren, hinterlassen einen besseren Ersteindruck. Und damit
bin ich bei einem Thema, das auch generell sozusagen in der, ja, in unserer Kommunikation, denke ich, immer wichtiger wird. Der Ersteindruck. Wie gesagt, Thomas Malone, ich glaube, das ist weit mehr als 10 Jahre her, als der das damals erzählt hat mit diesem MIT-Recruiting-Beispiel. Da zeigen Zahlen und Statistiken auch einen sehr deutlichen Trend. Sie können davon ausgehen, wenn Sie zu einem Bewerbungsgespräch gehen, dann werden Sie vorher zumindest gegoogelt. Und da gibt es eine ganz interessante Sache. Ich habe jetzt Richie Bettauer eingegeben. Nachdem ich schon sehr lange im Online-Bereich arbeite und 1995 die erste Version meiner Homepage online gestellt habe, ist die in dem Fall auf Platz 1. Viele von Ihnen werden aber wahrscheinlich keine eigene Homepage haben. Selbst wenn man eine neu einrichtet, dann dauert das eine ganze Weile. Wir bekommen als Lektoren und Lektorinnen auf der Universität auch hier einen Webspace zur Verfügung gestellt. Universität Wien ist als populäre Domain auch sehr weit oben. Ich habe früher mal gebloggt, das taucht da auch recht weit vorne auf, aber der dritte Eintrag bei mir ist mein LinkedIn-Profil, obwohl es da ja seitenweise noch andere Artikel gibt und so. Das hängt damit zusammen, dass das Google vollständig ausgefüllte LinkedIn-Profile sehr weit oben anzeigt. Also sprich, wenn Sie jetzt nicht gerade eine Homepage als Lektor an irgendeiner Bildungseinrichtung haben oder eine eigene Homepage, dann wird im Normalfall Ihr LinkedIn-Profil auf Platz 1 in Google auftauchen. Das ist meiner Ansicht nach sehr viel wert, weil gerade im Zusammenhang mit Reputation Management, Ersteindruck, spielt das natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Welche Informationen sieht jemand zuerst über mich? Wenn man dann da weiterklickt und eben in dem Fall, wenn man eingeloggt ist, dann kommt man auf das jeweilige Profil. Und ich sage mal so, ein ganz zentrales Thema beim Ersteindruck, beim Personal Branding, bei der Nutzung von sozialen Medien, um sich selbst beruflich zu positionieren oder zu präsentieren, ist ein klares Portfolio oder besser gesagt eine klar kommunizierte Expertise. Wenn Sie sich ein LinkedIn-Profil ansehen, es ist aufgebaut wie ein klassischer Lebenslauf. Sie haben da einen Header-Bereich mit ein bisschen Grafik-Schnickschnack. Dann kommen da hervorgehobene Inhalte, also dieser Bereich ist sozusagen, sind die aktuellen Postings, die Sie veröffentlichen. Und dann kommt so ein Infotext, erinnert an das klassische Motivationsschreiben, das man ja häufig einem Lebenslauf beilegt. Und dann kommt hier so die Berufserfahrung, die einzelnen beruflichen Stationen sowie Ausbildung. Und dann gibt es hier noch ein paar weitere Boxen mit verschiedenen Zusatzinformationen, Bescheinigungen, Zertifikate, Ehrenämter, Kenntnisse und so weiter. Kontakte können Ihnen auch Empfehlungen ausstellen und vice versa sozusagen das Pendant zu Business-Empfehlungen schreiben. Auf den ersten Blick relativ simpel, und wenn Sie sich registrieren oder wenn Sie Ihr Profil ausfüllen, dann wird das Ganze Sie auch nicht vor großartige technische Herausforderungen stellen. Um gefunden zu werden, um in Google angezeigt zu werden und um auch in der LinkedIn-Suche bei entsprechenden Suchanfragen, auch bei Recruitern aufzutauchen, ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass Sie Ihr Profil vollständig ausfüllen. Sie können hier über diesen Button Profil ergänzen. Da haben Sie alle Bereiche, die es da so gibt, und teilt LinkedIn in drei Dinge ein: Grundlagen, Empfohlen und weitere. Und hier bei den Grundlagen haben Sie eben Ausbildung. Sie müssen nicht notwendigerweise natürlich einen Job eintragen. Wenn Sie sich aktuell in Ausbildung befinden, dann ist sozusagen das Studium Ihr aktueller Job, Ihre aktuelle Tätigkeit. Es ist neuerdings, da hat LinkedIn zum Glück endlich reagiert, auch möglich und in unserer Arbeitswelt wohl mehr als adäquat, berufliche Auszeiten, Pflegezeiten, Karenzzeiten und so weiter in den Lebenslauf hinzuzufügen. Und dann haben Sie hier die Kenntnisse. In Bezug auf Bewerbungen spielen die Kenntnisse eine besondere Rolle. Das sind sozusagen 50 Skills, die Sie auf Ihr Profil eintragen können. Wenn Unternehmen Jobs ausschreiben, dann können Sie für diesen Job bestimmte gewünschte Skills angeben. Sprich, ich suche einen Social Media Redakteur und ich gebe als Skills beispielsweise Photoshop, Werbetexten, was auch immer ein. Wenn Sie sich für diesen Job bewerben
und die Übereinstimmung zwischen diesen gewünschten oder geforderten Skills und den Skills auf Ihrem Profil ist hoch, dann werden Sie als besonders geeigneter Bewerber angezeigt. Das heißt, generell ist es eine gute Idee, diese 50 Kenntnisse auszunutzen. Überlegen Sie sich, was für die Position, die Sie anstreben, aus Unternehmenssicht relevante Kenntnisse sein könnten. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich und im Normalfall wird man dort auch eine Mischung sozusagen aus eher praktischen Kenntnissen wie beispielsweise Photoshop und vielleicht eher Soft Skills, Storytelling und so weiter nutzen. Nur 50 Kenntnisse ist eine gute Idee und bringt Ihnen schon mal einen recht großen Vorteil. Unter Empfohlen gibt es eben, wie gesagt, diese weiteren Informationen. Grundsätzlich für die Gestaltung Ihres Profils ist es so, ein gutes LinkedIn-Profil oder generell ein gutes Social-Media-Profil, nur auf LinkedIn wird es, gerade wenn man es unter dem Aspekt einer Jobbewerbung betrachtet, ist besonders deutlich, denke ich. Ein gutes Social-Media-Profil zeichnet sich immer dadurch aus, dass Sie klar kommunizieren, wofür Sie stehen. Und das funktioniert nur in Relation zu einem bestimmten Ziel. Das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber bevor Sie Ihr LinkedIn-Profil gestalten, sollten Sie sich idealerweise überlegen, in welche Richtung Sie beruflich gehen möchten. In unserem Studium, ich weiß, wir haben auch einige Hörerinnen in der Vorlesung aus anderen Studienrichtungen, da ist es nicht viel anders. Ich hatte vor kurzem eine studierte Doktorin der Theaterwissenschaft in einem meiner Workshops, die mittlerweile Vertriebsleiterin bei einem IT-Unternehmen ist. Das kann manchmal ganz gewundene Wege nehmen, aber Kommunikationswissenschaftler arbeiten in recht unterschiedlichen Jobs. Das reicht vom klassischen Journalismus bis hin zu Marketing, Kommunikationen, Unternehmen, Public Relations. Das ist ein breites Spektrum. Ein paar landen natürlich auch in der Wissenschaft. Wenn Sie beispielsweise anstreben, in Social Media Managerin zu werden bei einem Unternehmen, dann ist die Grundlage, sich zu überlegen, was ist für ein Unternehmen interessant, das jemanden für diese Position sucht. Wenn Sie Social Media beruflich machen wollen, dann ist es umso wichtiger, dass Ihre eigenen Profile sehr, sehr gut gepflegt sind, dass Sie anhand Ihrer Beiträge auch zeigen, dass Sie dieses Medium gut beherrschen. Wenn Sie im Bereich Public Relations arbeiten möchten, selbes Prinzip, Sie müssen sich überlegen, welche Skills sind da gefragt, wie können Sie zeigen, dass Sie in diesem Bereich gut sind. Wichtigste Grundlage ist, es gibt keine guten oder schlechten Informationen oder gut oder schlecht gestaltete LinkedIn-Profile, es gibt unvollständige Profile und es gibt Profile, die mehr oder weniger gut zur Zielgruppe passen. Wenn Sie recht wenig Vorstellung haben oder kaum wissen, welche Richtung es beruflich gehen soll, macht das Ganze natürlich auch wesentlich schwieriger. In der Praxis schaut das so aus, dass Sie hier ein Namensfeld haben, da gibt es im Normalfall recht wenig Variationsmöglichkeiten, gegebenenfalls könnte man hier einen ledigen Namen eintragen, wenn es zu Namenswechsel nach Heirat oder so kam, dann gibt es hier einen kurzen Profilslogan oder Profilüberschrift. Das wäre sozusagen die Kurzvorstellung. Und ja, dann haben Sie hier noch ein paar Kontaktinformationen. Sie können hier E-Mail-Adressen, Telefonnummer und so weiter eintragen. Die sind aber nur für Kontakte sichtbar. Inhalte, wie gesagt, hat LinkedIn von der Entstehungsgeschichte her, gab es diese Publishing-Funktionen in den ersten 2 oder 3 Jahren gar nicht, die kamen später hinzu, sind immer wichtiger geworden und mittlerweile werden die auch recht prominent am Profil präsentiert. Dann haben Sie hier diesen Infotext, der, wie gesagt, beim Lebenslauf wäre das typischerweise das klassische Motivationsschreiben und das bedeutet, viele neigen dann dazu, in diese klassische Lebenslaufsprache zu verfallen. Manchmal sogar in der dritten Person. Sie ist eine erfahrene Praktikantin, die da das und das getan hat. Das wirkt sehr distanziert und unpersönlich. Manchmal oder für die meisten von uns ist es gar nicht so einfach oder vielen fällt es schwierig, einen Text über sich selber zu schreiben. Wie soll ich mich präsentieren? Was sage ich über mich? Wenn Sie auch hier diesen Switch machen oder die Perspektive Ihrer Zielgruppe einnehmen, wir nennen das
kundenzentriertes Profil oder Customer-Centric Profile auf Englisch und sich überlegen, womit kann ich mich für meine Zielgruppe ansprechend darstellen. Wie gesagt, Sie müssen dazu möglichst genau wissen, was Sie tun möchten. Wenn Sie im Public Relations Bereich arbeiten wollen, dann ist das ein guter Platz. Kann man sich relativ ausführlich darstellen. Ich glaube, es sind 2600 Zeichen insgesamt. Dann ist das ein guter Platz, um darüber zu schreiben, was Sie an der Branche anspricht. Natürlich auch, welche Erfahrungen Sie gemacht haben und was Ihre Visionen und Ziele sind. Die Idee ist sozusagen, wenn Sie LinkedIn nutzen, um einen Job zu finden, dass die Person, die letztendlich darüber entscheidet, ob sie in einem ersten Schritt wahrscheinlich nicht gleich, ob sie eingestellt werden, sondern ob sie zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Und die schaut sich ihr Profil an. Guter Infotext sollte dazu führen, dass die sofort zum Telefonhörer greift und unbedingt gleich ein Gespräch mit ihnen ausmachen will. Und wie gesagt, das funktioniert umso besser, wenn ich genau weiß, welchen Job ich haben möchte. Ich habe lustigerweise direkt heute vor der Vorlesung eine Nachricht bekommen von einem Uraltbekannten, der war vor 5 oder 6 Jahren mal bei mir in einem Workshop, wo es eben genau um dieses Thema Traumjob finden mit LinkedIn ging, und der hat mir jetzt geschrieben, er ist auf die Philippinen gezogen, er hat dort geheiratet, hat 5 Jahre bei EY gearbeitet, geht jetzt wieder zurück nach Deutschland und hat sich sozusagen nochmal dafür bedankt bei mir, dass das so gut funktioniert hat, dass er so schnell einen Job gefunden hat. Das funktioniert wirklich, Sie müssen, und das ist aber das Wichtigste, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, so hart das vielleicht klingt, Personalchefs, Recruiter, Personen, die über ihre Einstellung entscheiden, die sind nicht primär an Ihnen interessiert. Sie sind nicht primär an Ihren Werten, Ihren Einstellungen, Ihren Erfahrungen interessiert, sondern die wollen wissen, was Sie fürs Unternehmen tun können, was Sie in dieser Position tun können. Und genau diese Inhalte sollten im Fokus Ihres Profils stehen. Wenn Sie Ihr LinkedIn-Profil einrichten, dann gehen Sie da am besten Schritt für Schritt vor, füllen die ganzen Bereiche aus. Und wenn Sie damit fertig sind, haben Sie auch die Möglichkeit, hier über diesen Umschalter Ihr Profil in mehreren Sprachen anzulegen. Meine eigenen Sprachkenntnisse beschränken sich bedauerlicherweise auf Englisch, Deutsch und 3-4 Wörter Kroatisch. Ansonsten macht es natürlich Sinn, weil es auch in vielen Jobs ein großer Vorteil ist, Ihr Profil mehrsprachig anzulegen. AI-Tools hin oder her, LinkedIn übersetzt da nichts automatisch, sondern wenn Sie jetzt beispielsweise, wenn Sie jetzt beispielsweise hier sagen würden, ich möchte zusätzlich ein Profil in einer der unterstützten Sprachen, zum Beispiel Italienisch, hinzufügen, dann wird das dupliziert und Sie müssen dann anschließend Feld für Feld übersetzen. Und Profilbesucher, die Ihr LinkedIn-Profil aufrufen, sehen die Sprache dann in ihrer jeweiligen Muttersprache, so diese Sprachversion vorhanden ist. Ansonsten ist Englisch immer die Fallback-Variante. Eine Sache, die Sie bedenken sollten, ich habe Ihnen vorher gezeigt, dass LinkedIn-Profile sehr weit oben in der Google-Suche auftauchen. Das funktioniert aber nur, wenn Sie Ihr LinkedIn-Profil auch öffentlich machen. Wie bei den meisten Social-Media-Plattformen können Sie darüber entscheiden. LinkedIn hat keine so detaillierten Privacy-Einstellungen, können Sie nicht so fein tarieren, wer welche Beiträge sieht. Das ist aber eine Business-Plattform und die nutzt man im Normalfall, um Öffentlichkeit zu kriegen. LinkedIn-Profil ist eine öffentliche Visitenkarte, je sichtbarer, desto besser. Achten Sie nur drauf, das können Sie auch hier über diese Box machen. Sie hier auf öffentliches Profil bearbeiten klicken, dann gibt es hier einen grünen Schalter namens öffentliche Sichtbarkeit Ihres Profils. Der muss auf eingestellt sein, damit Ihr Profil in Google angezeigt wird. Wenn diese Einstellung hier auf aus ist, dann taucht Ihr Profil in der Google-Suche nicht auf. Das funktioniert nicht in Echtzeit, sondern dauert so bis zu 48 Stunden. Das zu überprüfen ist auf jeden Fall einen Klick wert. Die zweite Sache mag Ihnen trivial erscheinen, spielt aber für unsere Entscheidungsfindung eine enorm große Rolle. Sie haben auf Ihrem LinkedIn-Profil, wenn man jetzt mal die Beiträge außer Acht lässt, nicht besonders viele Möglichkeiten der visuellen Darstellung. Hier im Header-Bereich, der sofort sichtbar ist, egal ob jemand Ihr Profil jetzt, so wie ich hier, am Browser, am Desktop oder am Smartphone aufruft, da gibt es nur diese zwei Bilder, Header-Bild und
dieses ja, Avatar-Foto, Profilfoto. Ein Foto hochzuladen auf LinkedIn ist ein absolutes Muss für uns. Profile ohne Bild wirken ausgesprochen distanziert und um nicht direkt zu sagen, eigenartig. Wenn Sie auf Jobsuche sind und Recruiter Ihr Profil ansehen, achten Sie auch darauf, dass Ihr Foto, Sie können das überprüfen, indem Sie auf Ihr eigenes Bild klicken und hier dann anschließend auf Profilfoto anzeigen oder bearbeiten, da haben Sie hier so einen Regler mit vier Einstellungen, wer das Bild sehen darf. Nur direkte Kontakte würde bedeuten, dass nur Personen, mit denen Sie sich bereits vernetzt haben, Ihr Foto sehen. Alle bedeutet, dass das Bild, ist eh selbst erklärend, was damit gemeint ist. Achten Sie darauf, dass Ihr Foto für alle sichtbar ist, sodass auch ein Recruiter, ein Personalverantwortlicher, die auf Ihr Profil kommt, das Bild sehen kann. Im Übrigen, nachdem es nur dieses eine Foto gibt, es ist sehr verführerisch manchmal, da ein schönes Urlaubsbild oder so zu nehmen. Achten Sie auf einen professionellen Business-Headshot. Nur das klassische Business-Foto ist normalerweise relativ eng um den Kopf beschnitten. Das heißt, Oberkörperfotos eignen sich hier nicht so gut. Sie müssen bedenken, im Newsfeed wird dasselbe Bild hier auch relativ klein angezeigt. Das sind bei den Kommentaren dann nochmal kleiner. Also achten Sie auf gute Wiedererkennbarkeit. Profilfoto sehr, sehr wichtig bzw. mitentscheidend für den Ersteindruck. Man muss auf LinkedIn nicht notwendigerweise eigene Beiträge veröffentlichen. Ein gut überlegtes, eingerichtetes Profil führt auch dazu, dass Sie bei entsprechenden Suchen über LinkedIn auftauchen. Ein Bereich, der immer mehr genutzt wird. Man sucht Dienstleister, beispielsweise einen Werbetexter, nutzt dazu direkt die LinkedIn-Suche, bekommen Sie im ersten Schritt gemischte Ergebnisse, Personen, Unternehmen, Beiträge, und sagen wir mal, wir suchen eine Person, dann haben Sie hier ähnlich wie bei Google ja, eine bestimmte Suchergebnisliste, die ist personalisiert. Grundvoraussetzung, um hier überhaupt aufzutauchen, ist aber allerdings, dass Sie unser Suchwort, in dem Fall Werbetexter, auf Ihrem Profil stehen haben. Am stärksten berücksichtigt LinkedIn bei Suchen diesen Profilslogan. Das heißt, achten Sie darauf, hier nicht einen originellen und geistreichen Spruch reinzuschreiben, sondern bedenken Sie, dass diese Keywords, die Stichwörter, die hier in Ihrem Slogan vorkommen, sehr, sehr relevant sind für die Suche. Das heißt, wenn Sie von Personen gefunden werden möchten, die eine Werbetexter, eine Werbetexterin suchen, muss dieser Begriff hier drin stehen. Ansonsten, das Headerbild ist optional, aber bedenken Sie, wir sind sehr visuell orientierte Informationsverarbeiter. Wenn Sie kein Headerbild hochladen, dann steht hier eben nur so dieses blassgraue Standardbild. Wie gesagt, ist nicht so super wichtig, welches Bild Sie nehmen. Hauptsache, Sie laden hier was hoch. Wenn Sie da gerade nichts Passendes zur Hand haben, sind auch Plattformen wie Pixabay sehr, sehr hilfreich. Da finden Sie mittlerweile eine sehr umfassende Auswahl an frei verwendbaren Fotos in absolut professioneller Qualität. Wie erwähnt, ein vollständig eingerichtetes Profil mit Foto, mit Nutzung der Felder, die LinkedIn auch empfiehlt, bringt Ihnen schon eine gewisse Sichtbarkeit innerhalb der Suche. Zweite Sache, wie man LinkedIn nutzen kann, ist eben über Beiträge, indem Sie eigene Inhalte veröffentlichen. Das funktioniert erstmal genauso, wie Sie es von anderen Plattformen kennen. Es gibt auf LinkedIn, die haben das mal kurz getestet, aber dann wieder verworfen, es gibt kein Story-Format, das heißt, Sie haben auf der einen Seite die klassischen Postings, dann gibt es aber auch Longform-Beiträge, Artikel, die beliebig lang sein können.
Großteil der Beiträge sind eben diese kurzen, typischen Social Media Postings. Das ist auch der Großteil dessen, was im Newsfeed so angezeigt wird. In Sachen Multimedia bietet LinkedIn eine sehr große Bandbreite. Sie haben die üblichen Formate, Fotos, Bildgalerien, Videos, auch Dokumente, die dann als blätterbare Slideshows dargestellt werden. Sobald Sie 150 Follower haben, haben Sie auch die Möglichkeit, Video- und Audio-Livestreams zu machen. Es gibt auch eigene Newsletter-Formate. Also sozusagen von den Content-Formaten, von den Möglichkeiten her, sehr, sehr umfassend. Was sehr spezifisch ist für LinkedIn und was auf wenigen Plattformen vorkommt, und gerade darin sehe ich eine ziemlich große Chance, ist eine wirklich untypische Verteilung der Nutzerinnen. Wir haben hier auf dieser Grafik, so ganz rechts hier haben wir TikTok, Sie haben in diesen Balkengrafiken, also der komplette Balken, sind 100% der MAUs, der monatlich aktiven Nutzer. Dann gibt es hier einen Bereich, der rot dargestellt ist, das sind die sehr aktiven, also man könnte sagen die Content Creator, die regelmäßig eigene Inhalte veröffentlichen. Dann gibt es da einen blauen Teil, die liken, kommentieren und posten ab und zu mal unregelmäßig, und einen schwarzen Teil, das sind jene Nutzer, Nutzerinnen, die sich einloggen, Newsfeed durchsehen, aber quasi so gut wie nie kommentieren oder liken, sondern diese Inhalte nur passiv konsumieren. Diese Verteilung gestaltet sich sehr, sehr unterschiedlich bei den verschiedenen Plattformen. Ja, WhatsApp ist jetzt nicht die klassische Social-Media-Plattform. Bei Facebook haben sie aktuell so ein gutes Drittel sehr aktive Nutzer. Bei YouTube immerhin 14%. Das ist doch ein sehr hoher Anteil, die regelmäßig Videos hochladen. Bei Instagram 13%, bei Twitter 9%. Bei LinkedIn aktuell weltweit nur 5% Nutzer, die regelmäßig eigene Inhalte veröffentlichen. Dieser Anteil ist nur bei TikTok noch geringer, da sind es aktuell sogar nur 3%. Das bedeutet, wenn Sie zu diesem relativ exklusiven Club der Content Creator gehören, haben Sie auf LinkedIn auch 2023, Boom hin oder her, recht gute Chancen, auch ein Publikum zu finden. Die Konkurrenz ist schlichtweg geringer als auf anderen Plattformen. Auch ein Grund, warum LinkedIn als Publishing-Plattform in den letzten Jahren immer mehr an Popularität gewonnen hat. Grundprinzip bei der Gestaltung von LinkedIn-Beiträgen ist genau dasselbe wie fürs Profil. Sie planen ihre Themen, sie schreiben ihre Beiträge für eine sehr konkrete Zielgruppe. In meinem Fall, ich nutze LinkedIn klarerweise recht intensiv und wie Sie ja mittlerweile vermutlich wissen, ich verkaufe LinkedIn-Workshops an Unternehmen. Die Personen, die darüber entscheiden, ob sie mich buchen für ein solches Training, sind im Normalfall Marketingleiter, Vertriebsleiterinnen oder die Geschäftsführung. Das hängt von der Unternehmensgröße ab. In großen Unternehmen, in Großkonzernen entscheidet das im Normalfall der, ja, wie gesagt, Marketing, Vertriebsverantwortliche. Manchmal gibt es auch eine Personalentwicklungsabteilung, das ist unterschiedlich, aber im Wesentlichen sind Marketing und Vertrieb meine Zielgruppen. Das bedeutet, wenn ich meine Inhalte plane, ist die Grundfrage, die ich mir stelle, für welche Themen interessieren die sich? Ich sage, mein Themenbereich ist LinkedIn, meine Beiträge drehen sich zu 90% im Wesentlichen um die Frage, wie kann ich als Unternehmen LinkedIn besser nutzen? Wir sind auf diesen Plattformen natürlich in der Situation, dass wir auf der einen Seite, gerade wenn wir das beruflich nutzen, Werbung für uns machen möchten, Werbung für uns als Mitarbeiter oder Werbung für unsere Dienstleistungen und Produkte. Auf der anderen Seite finden Sie es aber vermutlich auch relativ fad, wenn Sie da durchscrollen und nur Werbung, Werbung, Werbung haben. Man muss also, und da sind wir beim Thema Content Marketing, man ist also gezwungen, unter Anführungszeichen, eine Menge nützlicher, hilfreicher Inhalte bereitzustellen, die auf Interesse stoßen, um dann sozusagen ein wenig Werbung unterbringen zu können. Gut für uns, denn dieser Trend zum Content Marketing bedeutet, und das, diese Entwicklung sehen Sie auch sehr, sehr deutlich bei so gut wie allen Unternehmen in den letzten 10, 15 Jahren, die bedeutet, dass Unternehmen immer mehr Personen
brauchen, die diese Inhalte erstellen, die sich mit Storytelling auskennen. Weniger Jobs in Verlagen, klassische Medien haben es zunehmend schwieriger, sich zu finanzieren, aber mehr Content Marketing in Unternehmen. Das heißt, Sie werden sich überlegen, was ist für meine Zielgruppe interessant. Wenn Ihr Ziel es ist, das LinkedIn zu nutzen bei der Jobsuche, dann ist eben auch die Grundlage für passende Inhalte, sich zu überlegen oder möglichst genau zu wissen, welche Art von Job möchte ich, weil das ist definiert dann auch wieder, wie ich meine Beiträge verfasse. Ansonsten ein kleiner und sehr, sehr relevanter Tipp, wie auch andere Plattformen, stellt LinkedIn die Beiträge nicht in voller Länge dar, sondern Sie haben hier immer die ersten maximal 3 Zeilen, Intro oder Lead, wie man das nennen möchte, und dann folgt hier ein Mehranzeigen und der Rest des Beitrags klappt dann nach unten, wenn Sie eben auf Mehranzeigen klicken. Jetzt gerade dadurch, dass LinkedIn einen so vergleichsweise hohen Anteil an recht inaktiven Nutzern und Nutzerinnen hat, ist es natürlich schwierig, denken Sie vor 2 Wochen, als wir uns über Algorithmen unterhalten haben, ist es natürlich schwierig, Feed-Inhalte zu personalisieren, wenn jemand so gut wie niemals liked oder kommentiert. Und LinkedIn hat tatsächlich einen relevanten Anteil an komplett passiven Nutzerinnen. Und deswegen sind die dazu übergegangen, sehr, sehr stark diesen Klick auf mehr Anzeigen auszuwerten. Das heißt, wenn Sie einen Beitrag verfassen, funktionieren wir beim Scannen von Newsfeeds normalerweise so, wir scrollen, 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 bis irgendetwas unsere Aufmerksamkeit catcht. Es kann die Person sein, kann die Grafik oder das Multimedia-Element sein. Und dann beginnen wir diese 2-3 Zeilen hier zu lesen. Und ziemlich schnell normalerweise. Nachdem wir das gelesen haben, entscheiden wir, ist es das wert? Möchte ich mehr Zeit investieren? Möchte ich da weiterlesen? Oder mache ich was anderes? Erfolgreiche LinkedIn-Beiträge müssen so aufgebaut sein, dass Sie sich darüber im Klaren sind, dieses Intro, dieser Lead hier, hat nicht die Aufgabe, so wie bei einer klassischen News, beim klassischen News-Format oder bei einem Pressetext, die wichtigste Information gleich zu transportieren. Macht man bei Nachrichten normalerweise in der Überschrift. Die Aufgabe dieses Intros besteht darin, Ihre Leserinnen neugierig zu machen und dazu zu bringen, möglichst hier auf mehr Anzeigen zu klicken. Mathematik ausgedrückt oder in Sachen Algorithmus ist es 2023 auf LinkedIn sogar so, dass von den Auswirkungen auf die Reichweite dieser Klick auf das Mehranzeigen größere Auswirkungen hat als der Klick aufs Gefällt mir. Wenn Sie das berücksichtigen beim Schreiben und Sie können Sie steuern, wo dieses Mehranzeigen eingefügt wird, indem Sie mindestens 2 Zeilen schreiben, dann einen doppelten Zeilenumbruch einfügen. Was interessant ist, ist wiederum sehr, sehr individuell. Da bin ich beim letzten Punkt in meiner Kurzeinführung für LinkedIn. Primär werden jene Personen ihre Inhalte sehen, mit denen sie sich vernetzt haben, beziehungsweise die ihnen folgen. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, meine Hauptzielgruppe sind Marketing- und Vertriebsentscheider. Und jetzt muss ich mich fragen, was interessiert die? Es gibt mittlerweile sehr viele Marketingabteilungen, die sich intensiv mit LinkedIn befassen. Und wenn jetzt beispielsweise, wenn es bei LinkedIn-Kampagnen irgendein neues Anzeigenformat gibt, neues Slideshow-Format oder so, dann wäre das typisch ein Thema, über das ich schreibe. Wenn ich da ein Intro mache, wie es gibt ein neues Anzeigenformat, das die Conversion-Rate drastisch verbessern kann, dann wird das definitiv die Neugierde von Personen wecken, die dieses Problem haben, die LinkedIn-Kampagnen schalten und die daran interessiert sind, wie sie die Performance ihrer Kampagnen verbessern können. Wenn in meinem Netzwerk Rechtsanwälte, Installateure, wer auch immer ist, der damit nichts zu tun hat, dann wird das für die Person nicht interessant sein. Und der entscheidende Punkt, den viele, wenn sie LinkedIn bisher noch wenig oder sehr rudimentär oder gar nicht genutzt haben, dann machen sie das gleich von Anfang an richtig. Der entscheidende Punkt ist, wie ich mein Netzwerk aufbaue. LinkedIn funktioniert ja gleich wie Facebook. Das heißt, wenn Sie sich mit jemandem vernetzen, dann schicken Sie dieser Person eine
Kontaktanfrage oder auf LinkedIn heißt das Vernetzungsanfrage. So, hier wäre jetzt zum Beispiel jemand, mit dem ich nicht vernetzt bin. Und dann kann ich hier auf Vernetzen klicken. Kann dann, könnte optional noch eine Nachricht dazu schicken. So. Wenn Ihnen Leute Kontaktanfragen schicken, dann bekommen Sie diese hier bei Ihren Einladungen. So, schauen wir da mal. Personen. Also diese drei Personen haben mir Kontakteinladungen geschickt. Sie müssen dann entscheiden, nehme ich diese Einladung an oder ignoriere ich sie. Es gibt auf LinkedIn ein theoretisches Limit von maximal 30.000 Kontakten, das man haben könnte. Das wird man im Normalfall nicht so schnell erreichen. Und viele glauben, je mehr Kontakte, je größer mein Netzwerk, desto besser. Und neigen dazu, alles anzunehmen. Wie gesagt, der Newsfeed funktioniert so, dass Ihre Kontakte Ihre Inhalte sehen. Wenn Ihr LinkedIn-Netzwerk sehr ungezielt, sehr heterogen, sehr mehr oder weniger zufallsbasiert aufgebaut ist, werden Ihre Inhalte nicht funktionieren, weil Sie müssen darauf achten, bei der Gestaltung Ihres Profils, bei der Planung Ihrer Themen und vor allem beim Aufbau Ihres Netzwerks, sich mit jenen Personen zu vernetzen, die für Sie relevant sind. Ich sage da als Beispiel immer ganz gern, ich war während meines Studiums und noch einige Jahre danach Musikjournalist und dementsprechend auch auf sehr vielen Konzerten und mit sehr vielen Musikern, aber auch Musikveranstaltern und so weiter vernetzt. Damals dann auch teilweise ja, halt auf Facebook, auf diesen diversen Plattformen. Auf LinkedIn hätte ich natürlich genauso gut die Leute, kenne ich ja großteils, anschreiben können, mich mit denen vernetzen. Ich habe das aus dem Grund nicht gemacht, weil ich weiß, die interessieren sich nicht besonders für die Themen, über die ich hier schreibe. Damit Sie wissen, wie Sie Ihr Netzwerk gezielt aufbauen können, und das gilt zum einen für die Einladungen, die Sie annehmen oder ignorieren, und zum anderen aber auch für die Personen, denen Sie selbst Einladungen schicken, müssen Sie, darum kommen Sie in keinem Fall herum, wiederum wissen, was ist Ihr Ziel, was möchte ich erreichen. Will ich in der Werkzeugbranche arbeiten? Ihre große Passion ist Werkzeug und Kommunikation. Ich möchte irgendwann in der Marketingabteilung eines Werkzeugherstellers arbeiten. Dann wäre es eine hervorragende Idee, und da bin ich wieder beim Beginn der heutigen Vorlesung, von wegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit LinkedIn zu beginnen, mal zu recherchieren, welche Personen gibt es da. Die LinkedIn-Suche ist sehr hilfreich. Sie können nach Personen suchen und beispielsweise, ich zeige es Ihnen jetzt einfach mal anhand dieses Beispiels, sagen wir, Sie planen vorerst mal in Österreich zu bleiben. Da könnten wir jetzt suchen nach Personen. Ich kann auf LinkedIn nach Branchen filtern. So, hier haben wir die Branche. Den richtigen Namen kennen. Nehmen wir mal Metallerzeugnisse. Bleiben bei dieser Branche. Es gibt auch sicherlich irgendwas für Werkzeug, müsste ich jetzt nachschauen in der Liste. Und dann können Sie das Ganze hier noch, also diese Suche mit einem Jobtitel kombinieren, zum Beispiel dann haben Sie hier jetzt schon, es waren jetzt sehr wenige Klicks, ich glaube das hat keine halbe Minute gedauert, und dann haben Sie hier 36 Personen in der Metallbranche, die zumindest laut Ihrem Profil, etwas mit Marketing zu tun haben. Da könnten Sie jetzt nachschauen, mit wem von denen kann ich mich vernetzen. Sie werden feststellen, wenn Sie Personen, die Sie nicht kennen, eine Kontaktanfrage schicken, also hier in dem Fall auf Vernetzen klicken, können Sie optional eine Nachricht hinzufügen. Bei Fremden sollten Sie das immer tun. Wenn Sie als das hat nichts mit dem Alter zu tun, aber als in Ausbildung befindliche Person Leute anschreiben und denen sagen, bin am Ende meines Studiums, ich möchte LinkedIn nutzen, um ein Netzwerk aufzubauen, werden Sie feststellen, dass die überwiegende Mehrheit sehr freundlich und unterstützend reagiert.
wenn Sie wissen, in welcher Branche, in welchem Bereich Sie arbeiten möchten und jetzt beginnen, Ihr Netzwerk in diese Richtung gezielt aufzubauen, werden Sie in Ihrem späteren Berufsleben sich wesentlich leichter tun, adäquat bezahlte und angenehme Jobs zu finden. Und wie gesagt, nachdem Unternehmen sich von mir sehr gern in diesen Dingen coachen lassen, habe ich gedacht, ich nehme dieses Thema eben auch in die Vorlesung mit rein. Letztendlich, ob Sie Dienstleistungen, Produkte oder unter Anführungszeichen sich selbst als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter verkaufen, die Prinzipien sind die gleichen. Wir wollen idealerweise mit kompetenten Expertinnen, mit kompetenten Experten zusammenarbeiten und das Bild, das Sie von sich auf Ihrem LinkedIn-Profil zeichnen, die Informationen, die Sie hier in dieser Hinsicht bereitstellen, die spielen eine sehr, sehr beträchtliche Rolle. Damit zu einer sehr spannenden Frage im Chat, ich finde sie sehr spannend, von Lisa STTR. Ist LinkedIn auch für Künstlerinnen interessant? Aus Erfahrung begibt sich die künstlerische Szene meist auf Instagram. Sind Künstlerinnen auch auf LinkedIn eine präsente Gruppe? LinkedIn ist in erster Linie eine B2B-Plattform. Wenn Sie Popmusik machen, wenn Sie Veranstaltungen machen, behaupte ich mal, dass Instagram, gegebenenfalls Facebook und TikTok die wesentlich geeigneteren Plattformen sind. Es macht meiner Meinung nach für Künstler und Künstlerinnen dann primär Sinn, und das gilt sinngemäß für alle anderen Berufsgruppen, auf LinkedIn aktiv zu sein, wenn Sie Unternehmen als Kundinnen und Kunden haben. Denken Sie an Fotografen. Ich habe selber einige gute Bekannte, die unterschiedliche, also hauptberufliche Fotografen, Fotografinnen sind, aber die ganz unterschiedliche Dinge machen. Von Porträtfotografie bis hin zu Werbekampagnen für Unternehmen. Es gibt Künstler, die Skulpturen herstellen, die auch Bilder malen für Unternehmenskunden. Wenn Sie nur unter Anführungszeichen Privatkunden haben, wird LinkedIn wahrscheinlich wenig Sinn machen. Wenn Sie mit dem, was Sie anbieten, und das trifft für sehr viele Künstler zu, auch Unternehmenskunden ansprechen, dann macht LinkedIn meiner Meinung nach Sinn. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Vorlesungseinheit. Wie gesagt, nächste Woche sehen wir uns wieder im UZA 2, Hörsaal 3. Ich freue mich auf den Gastvortrag von Thomas Geiswinkler und hoffe, Sie sind live dabei. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne weitere Woche und genießen Sie das Frühlingswochenende.